Hallo, da bin ich mal wieder, der Wilfried Analog mit einem neuen Video. Herzlich willkommen zu einer kurzen Darstellung. Und zwar, nachdem ich die Anhänger beleuchtet habe, wollte ich jetzt allmählich beginnen, auch die Bahnsteige zu beleuchten, neu zu beleuchten. Und ihr seht hier jetzt das erste Werk, die ersten Versuche, die ich gemacht habe. Hier, und zwar hatte ich mir Laternchen bestellt. Chinesische Laternen, und zwar diese hier. Aber die habe ich mal ausprobiert, die leuchten sehr gut, aber blenden sehr. Darum bin ich hingegangen und habe die einfach abgeknickt, so abgeknickt und habe die hier im Bahnhof aufgehängt. Und wie ihr seht, ist das Ergebnis eigentlich ganz hervorragend. Ich bin auch sehr zufrieden. Was mir jetzt fehlt, sind noch Laternen für hier hinten. Kann man das sehen? Hier hinten ist noch so eine alte Pseudolaterne, die muss noch weg. Da soll noch ein Laternchen hin. Hier muss noch irgendetwas hin. So, und auf der anderen Seite, ich drehe mal nach hier. Hier hinten, hier muss auch noch was hin. Hier muss auch noch ein Laternchen hin. Jetzt habe ich noch ein Laternchen bekommen. Und zwar, wo habe ich die lange? Hier, Peitschenlampen habe ich mir 10 Stück bestellt, um mal auszuprobieren. Bloß die sind irre lang. Aber ich habe schon mal ausprobiert. Die bestehen aus mehreren Hülsen, die übereinander geschoben sind. Kann man hier so sehen. Und ich habe die eine Hülse weggenommen. Hier die äußere Hülse habe ich weggenommen. Hier beginnt die. Und hier abgeknickt, und dann sind die eigentlich von der Höhe sehr schön. Leuchten auch sehr schön. Werde ich euch demnächst mal zeigen. Kann man das sehen? Ja. So, jetzt habe ich noch einige Laternchen bestellt, die ich gerne hier hinten hinmachen möchte, hier in dem Bereich und vorne auf der anderen Seite. Und wenn die da sind, dann zeige ich euch mal das Werk insgesamt. Aber ich bin mit dieser Beleuchtung, wie die jetzt hier ist, eigentlich irre zufrieden. Ja, soweit zunächst ein kleiner Update über die Beleuchtung meiner Bahnsteige. Ich hoffe, dass mir das alles so gelingt. Die werde ich verschieden beleuchten, auch einige wieder mit LED-Stripes. Aber mit den Lampen, darüber freue ich mich sehr. Soweit zunächst. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute, viel Spaß beim Hobby, der Wilfried Analog.